Heute wollen wir über eine Sache sprechen, die uns schon ein bisschen länger nervt. Es ist ein gewisser Irrweg im Recruiting aus unserer Sicht, nämlich die, wir nennen es die 60-Sekunden-Bewerbung. Was meinen wir damit? Seit Anfang 2022 sehen wir vermehrt auf Social Media, sprich Instagram, Facebook und so weiter, die 60-Sekunden-Bewerbung. So sinngemäß geht es immer darum, bewirb dich jetzt bei uns auf die Stelle XY in nur 60 Sekunden, ohne Lebenslauf, ohne Einschreiben, nur mit einem Klick. Ja, und warum wir diesen Trend kritisch sehen und sowohl das Anschreiben als auch den Lebenslauf eigentlich weiterhin für wertvoll erachten, das erfährst du in diesem Video. Gehen wir mal der Reihe nach durch. Was stört uns an dieser Art von Personalrecruitment? Erstens, es wird sich mittlerweile in Anzeigen gegenseitig unterboten, wie schnell eine Bewerbung dauert. Mehr als 60 Sekunden darf das Ganze offenbar gar nicht in Anspruch nehmen. Wir haben teilweise sogar schon Bewerbungen oder Recruitment-Versuche gesehen, wo sagt, bewirb dich in 10 Sekunden. Ja, also de facto, by the way, im Vorbeilaufen bewerbe ich mich auf eine neue Stelle. Zweitens, es wird behauptet, dass das klassische Anschreiben überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist. Es wird darüber hinaus auch die Sinnhaftigkeit eines Lebenslaufs vollkommen in Frage gestellt. Ja gut, schauen wir uns einmal die drei Punkte an, also ein bisschen genauer. Was stört uns da dran? Wie sehen wir das? Zuerst vielleicht zum Zeitrahmen der 60-Sekunden-Bewerbung. Das impliziert ja, dass mehr Zeitaufwand für eine Bewerbung offensichtlich nicht zumutbar ist. Wir verstehen natürlich, woher der ganze Gedanke kommt, die Idee dahinter. Ja, der seit Jahren erkennbare Fachkräftemangel wird natürlich in der Medizin immer spürbarer. Und in diesem Jahr aggraviert es ja in einigen Branchen vollkommen. Da herrscht ein absoluter Mangel an Arbeitskräften. Ja, wir haben halt mittlerweile einen reinen Arbeitnehmermarkt und das macht die Rekrutierung von neuen Mitarbeitern natürlich deutlich komplexer. Ja, und dann will man natürlich neue oder potenzielle Bewerber nicht abschrecken durch einen vermeintlich komplizierten Bewerbungsprozess. Und stattdessen postet man quasi ein niederschwelliges Angebot in der Hoffnung, sogenannte passive Bewerber zu rekrutieren. Also das sind Leute, die nicht aktiv auf der Suche nach einem neuen Job sind, aber durchaus wechselwillig sind, wenn sie quasi das richtige Angebot irgendwo sehen. Ne? Ja, egal ob aktive oder passive Bewerber, letzten Endes der Impetus, der dahinter steht, ist, wir wollen einfach Leute ans Telefon bekommen und dann dort aktiv am Telefon einen Job zu verkaufen. Ja, es ist eine nette Idee, aber für uns beide ist das neben den beiden anderen Punkten, sprich Lebenslauf und auch ein Anschreiben, der Beginn eines Race to the Bottom. Ja, der Unterbietungswettkampf der Arbeitgeber, und das bedeutet letzten Endes, je mehr ich mich unterbiete, desto weniger Wert lege ich oder habe ich Anspruch auf wirklich einen adäquaten Bewerber. Kommen wir zum zweiten Punkt, zu der Frage, ob das Anschreiben heutzutage überflüssig ist. Also da habe ich ein ganz nettes oder interessantes Zitat gefunden auf der Website onlinemarketing.de, auf deren Karrieretipps oder in der Rubrik Karrieretipps. Das Zitat lautet so: Viele Personaler empfinden das Anschreiben als überflüssig. Die Hälfte kritisiert dabei die fehlende Aussagekraft. Aneinandergereihte Phrasen erzählen nichts über den Bewerber selbst. Ja, kann man so sehen. Unser Standpunkt dazu ist, also wir legen auch keinen Wert auf so ein standardisiertes Schreiben, was so universell formuliert ist, dass man es an jeden x-beliebigen Arbeitgeber schicken könnte oder dass es vermeintlich auf jeden Arbeitgeber passt. Nur was uns interessiert ist, wir wollen schon oder würden gerne erfahren, warum sich jemand bei uns bewirbt. Also was jemand dazu bewegt, sich ausgerechnet bei uns zu bewerben. Und das finden wir schon interessant. Genau, wir möchten schlicht und ergreifend wissen, hat sich derjenige mit uns beschäftigt oder wird einfach nur ein x-beliebiger Job aus Frustration herausgesucht? Dazu reichen auch wirklich kurz ein paar plausible Sätze einfach per E-Mail. Das dauert vielleicht ein bisschen länger als 60 Sekunden, aber mit 5 bis 10 Minuten sollte man ja eigentlich dabei sein, so eine kurze E-Mail zu formulieren. Womit wir zu Punkt 3 kommen, braucht es heutzutage noch einen Lebenslauf. Ja, auch da habe ich ein schönes Zitat gefunden, dieses Mal jetzt von der Website der IHK Halle Dessau. Und da steht unter der Headline: Bewerbung ohne Lebenslauf und Noten folgender Satz. Bewerbung soll so einfach wie möglich sein und berücksichtigen, dass Generation Y und Generation Z Bewerber sich nicht im Modus "Ich schreibe jetzt eine Bewerbung" 2 Stunden an den Schreibtisch setzen, sondern sich oft spontan mit ein paar Klicks für eine Bewerbung entscheiden. Tja, also Bewerbung im Vorbeigehen quasi oder während man auf dem Töpfchen sitzt, wer weiß. Also offensichtlich mehr als ein paar Klicks darf das Ganze nicht kosten und sonst macht angeblich die Generation XY das Ganze nicht mit. Ehrlich? Glauben wir persönlich nicht. Für Jobs ohne größere Qualifikationen mag das noch angehen,
aber nicht in Bereichen wie den unsrigen, wo Leute ausschließlich arbeiten können, die etwas drauf haben, die eine entsprechende Qualifikation vorzuweisen haben und auch eine Menge an Erfahrung mitbringen. Für qualifizierte Leute mit Erfahrung ist der Lebenslauf ein Dokument, auf das man ja durchaus auch stolz sein kann und sollte. Ja, guck mal lieber, neuer Arbeitgeber, das bin ich, das kann ich und das habe ich schon alles gemacht. Ja, also für uns letztendlich der Lebenslauf in jedem Fall unabdingbar, einfach um schnell herauszufinden, ob der Kandidat oder die Kandidatin für uns überhaupt passt, überhaupt in Frage kommt. Und alle weiteren Details folgen natürlich danach im Telefoninterview, in der Hospitation, in weiteren Gesprächen, aber ohne Lebenslauf geht es eigentlich bei uns nicht. Für uns aktuell so das Schlimmste im Personalrecruiting sind Dinge, wenn wir lesen, wir bewerben uns bei Ihnen. Das ist ja maximal devot, beziehungsweise wie verzweifelt muss man als Arbeitgeber sein, bevor man so etwas schreibt? Ja, das war also unser durchaus leidenschaftliches Plädoyer für die 60 Sekunden plus Bewerbung inklusive Lebenslauf und vielleicht einen kurzen Anschreiben. Reicht, wenn es ein paar Sätze in der Mail sind, warum man sich bei uns bewirbt. Finden wir ganz gut. Ja, und wenn dir dieses Video gefallen hat und du das Ganze vielleicht genauso siehst, gib uns gerne einen Daumen hoch, abonniere unseren Kanal, damit du keines unserer weiteren Videos verpasst. Und wenn du Anästhesist oder ATA oder Anästhesie oder Intensivpflegekraft bist und du etwas mehr als 60 Sekunden Zeit und einen aktuellen Lebenslauf in Form eines PDF hast, dann schau dir doch mal unsere Karriereseite an. Vielleicht bekommst du ja Lust, dich heute oder morgen bei uns zu bewerben. Den Link zur Karriereseite, den findest du auf jeden Fall unterhalb des Videos. Wir blenden ihn ja auch an der Stelle nochmal hier ein. Wir sagen danke fürs Zusehen und freuen uns auf das nächste Mal.